Und Cut! Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Und das war der Drehschluss für Murder Mill! Saubere Arbeit, Leute! Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte? Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich habe da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Jo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Habt ihr was gesehen? Nein, da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reimer einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Runter! Erwischt. Nicht cool, Barney! Finde ich schon. Nicht cool! Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann hänge ich hier ab und stehe euch nicht im Weg. Geschlossenes Set. Wohl nicht. Reime! Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Was soll's? Sie kann ruhig mitkommen. Okay, cool. Ich bin absolut unsichtbar. Tut so, als wäre ich gar nicht da. Obwohl, streicht das. Verhaltet euch, als wäre ich da, aber unsichtbar. Also ihr wisst, dass ich da bin und ihr macht keine komischen Sachen. Das wäre echt eklig, okay? Bitte, bitte nicht. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Du meinst sicher unser Set. Ja, und damit dann endlich mal herzlich willkommen zurück zu The Casting of Rink Stone. Finde die Tür zum Ofenraum. Würde ich gerne, wenn die mich mal durchlassen würden... Ah, ducken. Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch gerade was... Ach, das ist wieder nur zum Überprüfen, oder? Hallo? Ja. Ich weiß doch, dass ich eins irgendwo anscheinend nicht mitbekommen habe. Keine Ahnung. Ich kann hier nicht hoch. Okay. Oh, warum kommt die blöde Kuh jetzt hier rein? Ja, dräng mich doch hier komplett rum, wenn ich hier nicht nach rechts kann. So. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo der Ofenraum war, aber es ist auch nicht ganz so schlimm, weil ich würde gern alles hier mal durchgucken. Jetzt sag mir nicht, das war der Ofenraum. Nein, ich wollte doch erstmal den Rest angucken. Alles okay? Nein, ja. Nur...
An genau dieser Stelle stand mein Dad mit Frank Stone. Ich hatte immer ein Bild davon im Kopf. Aber jetzt, wo ich es mit eigenen Augen sehe, ist es irgendwie anders. Hinten rechts habe ich was gesehen. Ach, lass mich raten, muss ich dann wieder hier rumbalancieren? Nee, doch. Wieso war mir das nur von Anfang an wieder klar? Nee, Moment, ich muss nicht rumbalancieren. Ich muss... Wie kann ich das Ding denn hier rüberkriegen? Ich würde hier gerne einfach runterspringen, aber das darf ich nicht. Das ist doch überhaupt nicht mehr intakt, oder? Also gut, stillgelegt heißt nicht, dass es nicht intakt ist, muss man jetzt dazu sagen. Na? Kann man nicht den Hauptschalter irgendwie anvisieren hier? Was ist denn das? Ich will den Hauptschalter aber anvisieren. Teilnötig stand da gerade, oder? Ist zu schnell rausgegangen? Ich meine, da stand teilnötig. Auch wenn ich nicht weiß, was für ein Teil. Das ist nur Licht. Hier kommt man wahrscheinlich eh nicht durch. Hallo, Mädel. Hallo? Du sollst da rumgehen. Ja, ist abgeschlossen. Also man muss es irgendwie noch hier rüber kriegen. Das Problem ist nur, wie. Weil ich befürchte, dass wir vorher nämlich hier irgendwas triggern werden und dann vielleicht nicht mehr dahin kommen. Ich sehe hier sonst nichts, was man damit benutzen könnte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt erst was triggert, wenn man mit dem redet. Oder ob ich hier vorher noch was einsammeln kann. Oder ob das halt getriggert wird, wenn ich zu nah dran bin. Normalerweise spricht man den ja an. Da das aber meine Zähne ist, gehe ich mal davon aus, die machen eh nichts, bevor ich nicht da bin. Die eine wollte ja sowieso die Zähne nicht machen. Ist auch nichts. Da kriege ich so richtig schöne Flashbacks hier. Sowas fotografieren, aber wenn es halt noch ein bisschen heller ist am besten. Das ist so geil. Das ist doch nur zum Überprüfen hier. Wieso kriegt man dann zwei direkt hintereinander? Hä? Ich meine, hätte ja jetzt auch sein können, dass da irgendein Werkzeug oder irgendwas drin ist, ne? Die Säge will auch keiner haben, ja? Da kann man sich zur Not auch mit wehren. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Tja, also ich finde jetzt hier auf Anhieb leider nichts. Wir machen Folgendes. Jaime, Chris, ihr startet hier. Robert und ich folgen euch. Bonnie, du bleibst im Hintergrund. Mach bitte keinen Lärm, während wir drehen. Geht klar, Boss. Okay. Alle bereit für die Aufnahme? Licht bereit. Ton läuft. Jaime? Chris? Bereit. Und Action. Hast du mir noch irgendwas zu sagen? Das ist deine letzte Chance. Ja, eine Sache habe ich wirklich. Tu das nicht. Ich muss aber. Nein, gar nicht. Du weißt, das ist nicht wahr. Nun, vielleicht wär's leichter mit jemand anderem. Wen gibt's denn sonst? Das ist nicht fair. Das hat niemand gesagt. Ich hab schon Mom und Dad verloren, jetzt nicht doch noch dich. Wer ist denn jetzt unfair? Ich bin aber nicht egoistisch. Egoistisch? Ich tue das für dich. Ich tue es für unsere Eltern. Wenn ich das schaffe, könnte ich Mom und Dad vielleicht noch retten. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Vertraust du mir? Ich...
ich... Vertraust du mir? Ja, natürlich! Du weißt, ich muss es tun. Und cut! Linda, das war krass! Total, genau das hat uns noch gefehlt. Wie war das Licht? Es war super, danke. Habt ihr dieses komische Ächzen ganz am Schluss gehört? Nein, aber keine Sorge, wir überarbeiten den Ton später noch. Wie war ich? Jaime, das war perfekt. Meinst du echt? Das war alles, was wir für die Szene brauchten. Alles okay? Ja, irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Okay. So klang ich aber bestimmt nicht. Ich weiß nicht. War ziemlich auf den Punkt. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ich laufe auch nicht rum und mach euch Spinner nach. Also mich machst du andauernd nach. Mich auch. Und mich seit neuestem auch. Welch eine Ehre. Leute, das hat Spaß gemacht. War das wirklich okay? Ja, fast besser als manche Filme in New York. In einem ging es echt 5 Stunden um einen schlafenden Kerl. Wow. Ehrlich. Bin beeindruckt. Aber mal ganz ehrlich. Was? Dachtest du echt, ich merk nicht, was du da tust? Was tue ich denn? Du spielst nur deine eigene sinnlose Interpretation des echten Lebens. Ich verstehe nicht. Dein Leben zum Wohle deiner Schwester und deiner Eltern zu opfern, kommt mir bekannt vor. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den wir kennen. Aber, wer kann das sein? Das ist nicht fair, Bonnie. Das hat niemand gesagt. Das hier soll Spaß machen. Ich will nicht, dass jemand sich schlecht fühlt. Immerhin bin ich nicht egoistisch. Egoistisch? Jetzt komm mir bitte nicht so. Was? Willst du mir nicht erklären, wie toll es von dir ist, mit deiner Freundin diesen Film zu drehen, während ich mein ganzes Leben umwerfen musste? Für dich und Dad? Ohne dich waren wir besser dran. Ja. Hey, Bonnie, kannst du kurz mit mir rauskommen? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja, klar. Meinetwegen. Also, ich wollte dir nur sagen, wie toll ich es fand, den Film mit dir zu drehen. Ich auch. Ich meine, mit dir, nicht auch mit mir. Du weißt schon. Ich finde, wir sollten das feiern, den Moment zelebrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, die Korken knallen zu lassen. Aber der Film ist fertig. Er ist im Kasten. Der Dreh ist fertig, ja, aber... Wir müssen das Ganze immer noch an den Mann bringen. Okay, klar. Wir sollten diesen Ort erkunden, solange wir können. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir noch was filmen könnten, das direkt mit Frank Stone in Verbindung steht. Zum Beispiel etwas, das er zurückgelassen hat. Davon wären die Leute sicher begeistert. Wir sollten zu dem Ort aus dem Zeitungsartikel gehen. Zur Maschinenhalle. Hey, Chris. Heilige! Was siehst du da? Etwas Gruseliges. Schwer zu beschreiben. Lass uns versuchen, etwas aufzunehmen. Wow! Das ist ja mal was. Oh, Mist! Was ist los? Muss an der Kurbel drehen. Moment. Alles klar. Okay, ich film weiter. Hallo, ich drück die ganze Zeit RT.
wird im Film richtig super aussehen. Ob uns die Tür zur Maschinenhalle führt? Finden wir es heraus. Schauen wir es uns an. Mein Dad würde mich umbringen, wenn er wüsste, wo ich gerade bin. Mir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Ich dachte, der Sheriff bellt nur und beißt nicht. Nicht, wenn du sein Sohn bist. Dann tut er beides. Findest du es nicht schräg, wie besessen er von diesem Ort ist? Stimmt schon. Ich meine, das war er schon immer, seitdem ich denken kann. Mir war gar nicht klar, dass das schräg ist, bis ich alt genug war, um mitzukriegen, dass all seine langen nächtlichen Spaziergänge ins verlassene Stahlwerk führten, wo er einen umgebracht hat. Vielleicht kommt er deshalb an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht hilft ihm das ja. Ganz ehrlich? Ich glaube gar nicht, dass er überhaupt Hilfe will. Was meinst du? Er ist eher wie besessen. Ziemlich schräg, das Ganze. Ah, okay, das musst du näher erklären. Vielleicht war das seine Art, mit dem Stress und der Schuld klarzukommen, aber er hat begonnen, über diverse unkonventionelle Philosophien zu recherchieren. Unkonventionell? Wie? Akupunktur? Mit den Nadeln? Nein, nein. Du meinst doch nicht so okkulten Kram. Nein! Och komm! Ich dachte, von dieser Seite aus komme ich vielleicht da rein. Moment mal! Leute! Das ist es! Das ist die Maschinenhalle! Scheiße. Heilige Scheiße. Tatsächlich! Mann, Chris, du weißt echt, wie man das coolste Zeug findet. Auf jeden. Super, Chris. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ja. Ja. Glaubst du, wir finden was, das die Polizei übersehen hat? Die sind doch ziemlich gründlich. Nicht immer genug. Sieh doch nur. Der Zug? Ja. Ja, in dem Artikel. Das ist die Notbesetzung. Wir arbeiten alle für drei. Ich bin der Einzige, der noch weiß, wie man manche Maschinen bedient. Das Walzwerk, die Schneiden, das Gütertransportsystem, sagt Frank Stone. Wenn nur noch Frank wusste, wie das Gütertransportsystem funktioniert und das hier immer noch hängt, wurde es bestimmt nicht durchsucht. Nicht gründlich. Ah, macht Sinn. Ich glaube nicht, dass da Leichen drin sind. Kann aber nicht schaden, nachzusehen, oder? Falls man da überhaupt draufkommt. Wir finden einen Weg. Los! Ja, leider finde ich hier immer einen Weg. Ich will aber eigentlich woanders hin. Und ich kann nicht mehr zurück. Oh, kotzt mich das an. Mann, ich hatte gedacht, ich könnte von dieser Seite aus jetzt das Geheimnis holen. So von der Seite irgendwie da hochkommen oder so. Und jetzt kann ich noch nicht mal gucken, ob das jetzt quasi überhaupt nicht mehr holbar ist. Mann, das nervt. Vor allen Dingen schon zweimal jetzt in dieser Folge. Zweimal habe ich gedacht, ich gehe da mal gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Und jedes Mal, ne? Die können wir nicht öffnen, oder? Nur wenn das so nach rechts gebogen, also diese Pfeile kommen, dann kann man die öffnen. Das heißt, die Türen, wo diese Pfeile kommen, werde ich gar nicht erst angucken. Ich werde dann erstmal die anderen Sachen hier durchsehen. Ja, das bringt dir ja viel, wenn kein Strom drin ist. Das sollte die Tür öffnen, oder? Wenn Strom drin wäre, wahrscheinlich schon. Da kann man noch hoch. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Ein Schlüssel, ja. Aber bringt uns der Schlüssel was? Und kommt jetzt ein Jumpscare? Das ist die Frage. Anscheinend nicht. Aber da ist ein Schlüssel drin, den wir für irgendwas brauchen.
Nur wenn die nur mit Elektronik zu öffnen ist, die Tür. Also mit Strom halt, meine ich. Sieh nach, was Robert gefunden hat. Das interessiert mich nicht, was Robert gefunden hat. Oh nein! Nein, das ist nicht euer Ernst. Oder muss ich jetzt einen Generator reparieren, damit der Strom angeht? Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist nicht euer Ernst. Kaputt? Scheint so, ja. Lass mich mal sehen. Hey, kann ich dich was fragen, Mann? Klar. Warum habt ihr mich nie wegen eures Films gefragt? Oh, naja, es ist Chris' Film. Sie entscheidet, wer mitmacht. Ja, aber ich meine, ihr wisst, ich bin auch ein großer Horrorfan. Ich hätte euch von Anfang an helfen können. Oh, es ist nicht... das war nicht, Nicht was? Wir drehen einen Horrorfilm, ja, aber... Naja, es ging darum, dass ich und meine Freundin und meine beste Freundin was zusammen machen. Nur... wir drei. Also... bin ich einfach im Weg, ja? Oh mein Gott, ich meine... Chris ist die Freundin, ne? Nehme ich mal an. Ungeduldig ist blöd. Ja, ist beides scheiße irgendwie als Antwort. Du scheinst neuerdings eine Menge Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Und weißt du, was sie 80% der Zeit tut, die wir zusammen verbringen? Übernehmen. Darüber reden, wie toll ihr Freund doch ist. Was? Ist echt ganz schön nervig. Was geht, Party People? Die Tür da drüben braucht Strom, damit sie aufgeht. Da drin war ein Schlüssel. Vielleicht ist er nützlich? Könnte sein, ja. Läuft der Generator? Nein, der ist leider komplett hinüber. Ich kriege ihn wieder hin. Muss nur ein paar Teile zusammensuchen, dann schnurrt er wieder. Dann suchen wir doch mal. Mein Gott, ist der doof. Der hätte doch jetzt einfach so tun können, als ob ihm das alles gar nichts ausmacht. Oder halt mal mit ihm drüber sprechen können, so nach dem Motto, ja, ich finde es halt nicht so dolle, weil ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung. Ich habe ein komisches Gefühl dabei, weil sie so viel Zeit mit dir verbringt. Und dann hätte der andere Typ das Gleiche gesagt. Könnte für den Generator passen. Und dann ist gut gewesen. Ich meine, hätten die sich jetzt nicht so angekeift, so der Schwanzvergleich unter den Männern. Also, ganz ehrlich, entweder liebt man jemanden, dann ist man demjenigen sowieso treu, oder man liebt denjenigen nicht. Also, nur dann ist es halt eben auch nicht die richtige Person. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, was der sucht. Sucht der jetzt nur irgendwie nach Schrauben oder was? Nach Drähten oder sowas? Ich muss ein paar Teile finden. Ja, was für Teile? Gib mir noch mal ein paar Infos. Weil die habe ich ja eigentlich schon überall geguckt. Ist das eigentlich eine Tür, wo man raus kann? Nö. Aber es ist eine Tür, denke ich mal. Wie geht's dem Generator? Hab's gleich. Ah, das sieht gut aus. Könnte mit dem Generator helfen. Meinst du? Keine Ahnung. Ich bin technisch eigentlich recht gut versiert, aber ich habe keine Ahnung von Generatoren. Da kann ich dem armen Jungen auch nicht helfen. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich könnte ihm helfen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Ich meine, keine Frau mag einen verweichlichten Kerl, der nur Angst hat, sie zu verlieren. Und deswegen... gehst du mir aus dem Weg? Hallo? Geht das noch? Willst du dich mit mir anlegen oder was? Du ziehst eh den Kürzeren. Ich habe eine Schraube in der Hand und ich werde sie benutzen. Keep from under crane loads. Also wir sollen nicht da drunter oder was man jetzt...
Oh Gott, während du RT gedrückt hältst, um den Generator zu reparieren, erscheinen Fähigkeitschecks. Ich hab's geahnt. Drücke A, wenn der Zeiger über der Erfolgszone ist. Wenn du den gefüllten Bereich erwischt, bekommst du Bonusfortschritt. Wenn du die Erfolgszone jedoch verfehlst, verlierst du... Also wie bei DBD halt, ne? RT, also... Achso, R2. Ich wollte jetzt links drücken. Ja, aber... Oh, 5 Fähigkeitschecks in Folge gemeistert. Aber es wird zumindest angezeigt, wie weit man ist. Also mit so... Achso, dann wird der... Ach nee, das sind die Teile, die ich... okay. Finde ich aber ganz cool, dass das auch die gleiche Geschwindigkeit hat und nicht Geschwindigkeit, die gleiche. Danke. Den gleichen Ton hat und so. Fällt ja gar nicht auf, wenn jetzt alles hell beleuchtet ist, ne, wenn der Vater vorbeikommt. So, Leute. Geh mir aus dem Weg. Hier, du angeblicher Kerl, der hinter meiner Freundin her ist. Also der angeblich hinter meiner Freundin her ist, so rum. Genau, hat's Angst, ne? Deswegen bist du mir aus dem Weg gegangen. Das habe ich mir schon gedacht. So, ich möchte aber trotzdem mal kurz gucken. Das ist verschlossen. Ach, dafür... Ach so, okay. Dann können wir das gleich machen, nehme ich mal an. Jetzt, wo wir Strom haben, geht sicher auch die Tür auf. Nee, das ist ja eine Blitzmerkerin. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich finde einen Weg ins Büro. Ach, hier muss ich jetzt auch noch. Das ist verschlossen, oder was? Wenn die Troller mir jetzt nicht im Weg stehen würde. Verschlossen. Nee, echt? Ich kontrolliere trotzdem nochmal, weil ich weiß nicht, ob ich ihr das glauben soll. Okay, gibt's nichts, wo man... Vielleicht doch. Da ist auf jeden Fall so ein Lüftungs... Aber ich weiß nicht, ob man da hochklettern kann, ja. Obwohl doch da hinten... War das Reden oder war das... Ja, das war Reden, okay. Ich will nicht mit dir reden. Baby, ich habe die Schnauze voll von dir. da, den müssen wir davor schieben. Sehr offensichtlich. Kann ich den auch noch rechts schieben? Nee. Aber ich denke mal, der kommt auch so hoch, oder? Oder er schiebt ihn von selber dahin. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier auskomme. Ob ich überhaupt irgendwo auskomme? Die Dinger kann man ja anscheinend nie benutzen. Ja. Ihr wisst aber schon, dass das normalerweise diese Spaziergänge für Massenmörder sind, ne? Also die bewegen sich sonst hier in diesen Bereichen und verstecken da schon mal ihre Leichen und so. Ich fasse es nicht, dass ich wie ein Waschbär durch die Dachschächte krieche. Nein, nein, wie ein Massenmörder, nicht wie ein Waschbär. Du hast mir nicht zugehört. Okay, da kann ich runter. Habe ich denn hier sonst noch irgendwas? Scheinbar nicht. Okay, was haben wir denn hier? Jetzt, ups, falscher Raum. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder nur dieses Ding. Nehme ich mal stark an. Ja, natürlich. Ich denke ja immer, es könnte auch nur Werkzeug oder irgendwas da drin sein, aber naja. Irgendwas anderes? Nein. Hm. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel den Waggon. Nein, ehrlich? Frank Stone. Mhm. Wieso hat er seinen Schlüssel hier hängen? Was gefunden? Yep. Da ist ein Etikett drauf. F. Stone. Ach du Scheiße. Meinst du? Das könnte eine echte Spur von Frank Stone sein. Oh Mann. Das sind echt solche Blitzmerker, ne? Probieren wir doch mal den Schlüssel beim Waggon. Ja, aber den hat sie doch jetzt. Wie soll ich das jetzt aufschließen? Sie hat ihn mir nicht zurückgegeben. RB, R1 also. So. R2.
Gib dich nach oben zum Zug. Hier ist nichts. Hoch. Wir müssen nach oben. Ja, habe ich schon verstanden. Deswegen stand er ja auch, geh nach oben. Aber es ist doch logisch, dass ich erstmal hier alles durchschaue. Och, nee. Nein. Ich muss jetzt... Ah, nee. Ich dachte gerade, ich muss jetzt hier diese ganze Strecke da balancieren. Ey, da hätte ich sowas von zu viel bekommen. Da kann man auch nirgendwo... Nee. Okay. Lalalala. Ich gehe ganz cool und locker lässig über dieses Ding. Obwohl ich weiß, dass hier ein Massenmörder drin ist. Na gut, eigentlich wissen sie es ja noch nicht. Moment, was? Ach, für Reden. Tja, ich weiß nicht, ob der das wirklich machen will. Ich würde mal sagen, ich gehe vor und bin dann diejenige, die verreckt. Ich zuerst. Ganz einfach. Eins, zwei, drei. Tja, wenn das so einfach ist. Ja, es war so klar. Hab dich! Oh, puh. Danke, Mann. Das wäre kein angenehmes Ende gewesen. Ich hätte das nur ungern deinem Dad verklickert. Es wäre ein noch unangenehmeres Ende gewesen. Yo, schau mal. Wow. Direkt durch die Wand. Oh, was zur Hölle? Verdammt! Ist das ein... Ja. Und es hat Freunde. Das ist Wahnsinn! Und ihr habt keine Kamera, ihr Idioten! Ich verstehe auch nicht, jeder hat doch von denen ein Handy. Warum die da keine Fotos von machen, verstehe ich nicht. Notizbuch des Maschinenschlossers. Stahlwerk von Cedar Hills. Maschinenhalle und Reparaturen. So, gestern habe ich eine Leiche geschändet. Die anderen Leute. Oha. Ja, sowas in der Art. Parker D. Punkt. Nein, will nah ran, jeden Schlag spüren, ihre Schreie hören. Kessler E. Diesmal aber richtig. Bessere Kontrolle. Für den Hals, kleine Schnitte, sauber halten, ihre Angst schmecken. Ein Wesen, geschaffen, um die Welt zu säubern. Nutze, was du hast. Nein, nicht, was ich nachts sehe. Schrecken verbieten, schneiden und richten. Was soll man das heißen, Marc? Eine Luke. So muss Stone rein und rausgekommen sein. Na, schauen wir mal die Freunde an. Hallo? Fuck! Was ist? Oh. Das ist nur ein Kopf. Verdammt! Sie war wohl eins von Stones Opfern. Sie wurde nie gefunden. Ich glaube, die Polizei hat das hier nie gefunden. Woher weißt du das? Sie hätten den ganzen Kram nicht einfach hier gelassen. Tut mir leid, Mann. Ich muss jetzt echt meinen Dad holen. Was? Das ist echt ernste und heftige Scheiße, Mann. Du kannst jetzt den Sheriff nicht holen. Ich mein's ernst, wir sollten hier echt nicht mehr sein. Robert! Lass mich, Mann! Warte! Worauf denn? Chris, ich weiß, wie wichtig euer Film ist. Aber das alles hier ist jetzt Teil eines echten Mordfalls. Ist doch ewig her. Aber es gibt keine Verjährungsfrist für Mord. Und das bedeutet, wir verfälschen gerade Beweismaterial. Willst du das wirklich? Aber der Film... Hat sich erledigt. Ich dachte, du wolltest... Robert hat recht. Er sollte zum Sheriff. Wir haben, was wir brauchen. Aber...
Geh. Nur rührt hier bitte nichts mehr an, okay? Wir sollten von hier verschwinden. Hör auf, dich umzusehen und geh. Das ist mein Ziel, okay? Naja gut, es ist ja auch nichts mehr hier, was ich mir noch angucken könnte, glaube ich, ne? Aber es ist nett, dass er schon mal seine Fingerabdrücke hier gelassen hat. Wir müssen los. Vielleicht sollten wir draußen warten, bis Robert zurückkommt. Das kannst du doch nicht bewegen. Meinst du, das zu bewegen ist eine gute Idee? Ich brauche unbedingt eine Aufnahme davon. Ja, aber, das aber ist den Kopf hat sie nicht aufgenommen. Niemand kann beweisen, dass wir das vor dem Dreh wussten. Glaubhafte Bestreitbarkeit. Ich glaube, das meint was anderes. Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Du checkst nicht, worum es geht. Genau darum geht's. Du bist doch total besessen von diesem Film über Frank Stone, seit du von ihm weißt. Und? Und es fühlt sich nicht mehr an wie unser Film. Nur wie dein Film. Wir drehen diesen Film zusammen. In letzter Zeit machen wir fast gar nichts mehr zusammen. Nur wir zu zweit. Heime. Every time I turn around, there you are with Robert. Was? Wir sind jetzt alleine. Ja, und ich denke immer an dich und Robert. Du hast Linda gefragt, ob sie beim Film mitmacht. Wir brauchten Hilfe. Und sie ist eine Freundin, so lernt ihr euch auch mal kennen. Nur, manchmal fühlt sich's an wie eine Verschwörung gegen mich. Stimmt nicht. Wir sind nicht gegen dich. Fühlt sich so an? Ja, aber es stimmt nicht. Erzähl mir nicht, wie ich mich fühle, Mann. Reime, ich kann das alles nachvollziehen. Wir können darüber reden. Aber gerade läuft uns die Zeit davon und ich will einfach nur ganz schnell fertig werden und dann von hier verschwinden. Und wenn wir fertig sind, ist zwischen uns wieder alles genau wie früher. Denke ich nicht, aber okay. Ja, klar. Ich weiß zu schätzen, dass du zuhörst. Danke. Ja. Und warten wir draußen? Geh schon. Ich komm gleich nach. Versprochen. Mach mich nicht eifersüchtig auf eine abgetrennte Hand. Ha. Huh. Sollte ich das denn tun? Weiß nicht. Was ist los?
uns hin! Da sollte ihr helfen und nicht da reinrennen. Nein. Ja, das habe ich ja toll hingekriegt. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!